krass aufgepasst. Bier, Iki, Bier, Iki, Bier, Iki, Bier, Iki, Bier, Iki, Bier. Yo, 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 Brothers and Chickas. Hey, bei Bier, Iki, Bier checken wir für euch ab, was außerhalb der Hood so abgehen tut. Ja, genau. Und weil Deutschland zu einer Hälfte aus Deutsch bestehen tut und zur anderen Hälfte aus Land, sind wir mal raus aufs Land gecheckt. Krass, genau, oder? Hey, was geht denn? Okay, passt du auf, Konzentration. Land ist das, was man zwischen die Städte gebaut hat. Früher ist zwischen den Städten die fette Battle abgegangen. Auf dem Land, ja? Aber jetzt ist Peace quasi wie zwischen Westside und Eastside. Und jetzt hängen da auf dem Land so krasse Typen ab. Wie zum Beispiel der Biobauer Schwabebauer. Zieht's euch rein! Yo, Mann, das Teil hinter uns ist Haus. In dem Haus wohnen aber nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Warum? Weil es ist Biobauernhof. Wer wohnt im Biobauer mit seinem Biobraut? Krasser Mensch, das ist doch Bio-Kuh. Sagst du ein bisschen? Yo, yo, yo. Neben mir steht der Bio-Bauer Schwabenbauer aus Oberbayern vom Huberhof, kurz genannt Heini. Grüß Gott. Die erste Frage. Was macht ein Bio-Bauer aus im Vergleich zu normalen Standardbauer? Quasi Beispiel. Wie fütter ich jetzt ein Bio-Tier? Eine Milchkuh bekommt am Tag ca. 16 Kilo Grassilage. Grassilage. Grassilage, was? Hey, voll Verarschung, oder? Das ist Grassilage. 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 Was, Milch kommt aus der Kuh raus? Ja. Wo? Unten am Euter, zwischen den hinteren Beinen. Boah, lecker. Ich trinke nie wieder Milch, Mann. Check, check. Haben Sie Männchen hier? Wir haben ein paar Männchen hier, die sind im Kälberstall, ja. Die sind noch voll klein. Ja. Die kommen jetzt gar nicht hinten ran an die Kuh, oder? Nein, da brauchen wir dann den Tierarzt, der macht das künstlich. Der Tierarzt macht das, ey. Ja, der stellt sich auf die Leiter und macht dann hier Befruchtung, oder was? Der hat einen runden Tiefkühlbehälter. Ja. Und da sind die Paletten, nennen sie diese Dinger, drin, mit dem Samen des Stieres. Das war was anderes. Was geht? Paletten mit Samen des Stieres. Das ist, was in Red Bull drin ist, oder? Sind so Blöcke oder was sind das? Nein, das ist ein ganz dünnes Röhrchen. Und das Ganze wird dann hinten in die Kuh reingeschoben. Na, wie geht das? Ja, mein Gott. Da muss der mit dem Arm rein, oder was? Da muss der mit dem Arm rein. Nein, nein, nein. Du willst mir erzählen, ja, dass Bunny, die was Tierarzt geworden ist, weil sie auf Katzen steht, ja, ja, auf einmal aufwacht, ja, und merkt, dass sie mit dem ganzen Arm hinten bei anderer Bunny-Kuh mit dem Arm reinchecken tut, mit kleinen Röhrchen vorne, ja, so lange, bis das Bunny-Kuh schreit, oh, cool, passt, ja, und dann hat sie auf. Willst du mir das erzählen, oder? Jo, Mann, wo ich hier so krass rumjumpen tu, das ist quasi dem Imbissbude von den Rindfischer. Hinter mir ist getrocknetes Gras, kannst du auch Heu nennen. Das ist nicht nur dazu da, um sexuell zu werden. Na, Mann, das kann man auch essen. Aber besser nur die Rindfischer. Und hier drüben sehen wir die sogenannten Grascops. Das ist gepresstes, getrocknetes Gras. Als Zusatznahrung, damit die Viecher cool draufkommen. Bauer zahlt dafür 14 Euro auf dem schwarzen Markt. Ja, ich finde, es ist ziemlich konkreter Preis für 100 Kilo guter Stoff. Aber am sexuellsten ist die korrekte Grassilage. Da stehe ich persönlich drauf. Wer kann, soll ich dir einen runterholen? Hey, pass auf, Kollege! Check it out now! Okay, Mann, wie viele Titten hat die? Vier oder was? Vier Stück. Boah, voll praktisch für den Stier, hey. Leute, der Eckern muss melken, hey. Also, jetzt greife ich da hin, oder? Ja. Der Eckern hat kalte Finger, hey. Das ist voll geil. Der geht! Das geht! Das funktioniert, Mann! Wir brauchen Vakuum. Ja? Das ist so krass. Und schon geht die Post ab. Siehst du, hier kommt die Milch. Was geht ab, hey? Ja. Aber die Kuh ist halt schon mehr so die coole Kuh, weil die zeigt jetzt gar nicht, dass sie das voll geil findet jetzt, oder? Frage zu der Melkmaschine. Das ist doch so ein Rohr und da kommt dann das Teil rein und es saugt dann da dran, oder? Ja. Haben Sie das Teil schon mal zweckentfremdet quasi? Welches Teil? Ja, das, wo man da das Teil reintun kann und dann wird dran gesaugt.
Das war jetzt die Ramona? Das ist die Ramona, ja? Ja, ich kenne auch Ramona, die beiden sehen sich sehr ähnlich. Was sagst du, Stefan? Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Der Stefan am Bauernhof scratcht im Arsch. Brennst du oder was? Der Melkmeister Erkan in dem Haus. Das war unser krasser Tag am Bauernhof. Mit Getreide, mit Kühe, mit alles. Und fettes Merci an den krassen Biobauer Schwabbebauer. Check it out.